Wenn du Contest-Kunde bist und wissen willst, wie du mit Contest Rechnungen schreibst und wie dir diese Rechnungen in der Buchhaltung erheblich Zeit sparen können, dann solltest du dieses Video bis zum Ende anschauen. Hi, mein Name ist Melcher von der Contest Steuerberatung und ja, mit Contest kannst du Rechnungen schreiben. Und wenn du die Rechnungen mit dem Contest-Interface schreibst, dann kategorisiert Contest diese Rechnungen auch gleich richtig bei Geldeingang und so hast du ein automatisiertes Forderungsmanagement. Um anzuschauen, wie das Ganze funktioniert, schreiben wir erstmal gemeinsam eine Rechnung und ich nehme dich mit auf meinen Bildschirm. Wir loggen uns ein in die Browser-Version von Contest und hier altbekanntes Bild. Wir sehen oben Kontostand, unten Transaktion. Auf der linken Seite im Menü haben wir die Auswahlmöglichkeiten Banking, Steuerservice und Rechnungen. Es wird dich wahrscheinlich nicht wahnsinnig überraschen, dass du die Rechnungen unter Rechnungen findest. Hier sehen wir, ich habe noch gar keine Rechnungen geschrieben mit Contest, deswegen klicke ich jetzt hier auf Rechnungen. Ich muss hier erstmal meinen Kunden angeben, das ist die Mark Müller GmbH. Musterstraße 2 in 1, 2, 3, 4, 5 Bonn. Ich muss das Land einmal eingeben, in Deutschland. Dann habe ich die Möglichkeit, eine Umsatzsteueridentifikationsnummer anzugeben. Diese Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kunden musst du immer angeben, wenn du Umsätze oder Geschäftsbeziehungen hast mit anderen Unternehmen aus dem EU-Ausland. Wenn dein Kunde beispielsweise seinen Sitz in Dänemark oder Österreich hat. Bonn ist nicht in Dänemark oder Österreich und auch in keinem anderen EU-Land. Deswegen lasse ich die Felder frei. Wichtig ist die Position. Das heißt, wofür schreibe ich eigentlich die Rechnung? Ich habe für die Mark Müller GmbH Strategieberatung gemacht. Deswegen schreibe ich Strategieberatung. Und zwar habe ich tageweise abgerechnet. Das heißt, ein Tag. Habe aber drei Tage abgerechnet und ich bin ja nicht ganz günstig, habe 2.500 Euro pro Tag abgerechnet. Da ich keinerlei Umsatzsteuerbefreiung habe und auch kein Kleinunternehmer bin, rechne ich 19% Umsatzsteuer ab, kann dennoch auswählen, was die Fälligkeit der Rechnung ist, kann hier im Kalender ein Datum auswählen, bei mir ist es aber der 22. August. Außerdem musst du auf jeder Rechnung, das ist eine Rechnungsanforderung, musst du das Leistungsdatum angeben. Es reicht in der Regel aber, wenn du schreibst, das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum und das Rechnungsdatum wird automatisch generiert. Hier siehst du unten schon den Betrag, das ist jetzt quasi der finale Schritt, deswegen klicke ich auf Rechnung erstellen. Damit habe ich die Rechnung erstellt, sehe jetzt in der Übersicht, ich habe eine Rechnung an die Mark Müller GmbH. Wenn ich jetzt darauf klicke, kann ich sie zum Beispiel nochmal bearbeiten, weil ich merke, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich kann sie jetzt herunterladen, um sie an meinen Kunden zu schicken. Ich kann sie aber auch als bezahlt markieren, wenn die bezahlt wurde. Das ist insbesondere dann interessant, wenn ich das Geld zum Beispiel bar bekommen habe. Ich kann sie aber auch als Vorlage verwenden. Als Vorlage sollte ich sie zum Beispiel verwenden, wenn ich einen monatlichen Vertrag mit der Mark Müller GmbH habe und regelmäßig für Mark Müller arbeite, kann ich im nächsten Monat diese Rechnung einfach kopieren und einfach anpassen und bin dadurch ein bisschen schneller in der Rechnungserstellung. Ich persönlich möchte die Rechnung jetzt aber erstmal runterladen, um sie dann per E-Mail an Mark Müller zu schicken. Nachdem wir die Rechnung abgeschickt haben, müssen wir erstmal darauf warten, bis der Kunde bezahlt. Wenn der Kunde bezahlt, sehen wir es natürlich im Online-Banking und deswegen logge ich mich jetzt doch mal direkt ein. Ja, und da sehe ich gerade, was für ein Zufall, Mark Müller GmbH hat gerade bezahlt. Und ich sehe, dass die Rechnung jetzt nicht mehr offen ist, sondern als bezahlt markiert wurde. Das ist ziemlich praktisch, weil Contest automatisch erkennt, welche Rechnungen noch offen sind und welche schon bezahlt wurden. Das hilft mir extrem dabei, einen Überblick darüber zu behalten, welche Kunden eventuell eine Mahnung brauchen und welche ein bisschen nachlässig sind in ihren Zahlungen und welche pünktlich bezahlt haben. Das spart mir in der Regel schon eine Menge Nerven, aber auch Zeit. Aber das wirklich Spannende sehen wir erst, wenn wir in die Übersicht fürs Banking gehen. Und deswegen schauen wir uns das einmal an, klicken auf Banking. Wir haben aktuell 14.775 Euro und 10 Cent auf dem Bankkonto und sehen die neue Transaktion von der Mark Müller GmbH. Wenn wir jetzt draufklicken auf diese Transaktion, dann sehen wir nämlich, dass das Contest-Konto von dieser Transaktion automatisch die Umsatzsteuer und die Einkommensteuer bereits zur Seite gelegt hat. Das heißt, wir mussten überhaupt nichts tun und das System hat automatisch erkannt, dass diese Rechnung bezahlt wurde und hat sofort die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer zur Seite gelegt, ohne dass ich nur irgendetwas tun musste. Wie ist das möglich? Contest merkt sich im System, was du auf die Rechnung geschrieben hast. Das heißt, Contest weiß die ganze Zeit, für welche zukünftige Transaktion
welche Umsatzsteuersätze gelten. Und in den Einstellungen zum Account hast du ja deinen persönlichen Einkommensteuersatz eingestellt. Wenn Kontist automatisch erkennt, dass diese Rechnung bezahlt wurde, wird die Rechnung als bezahlt markiert und die Steuerbeträge zur Seite gelegt, ohne dass du nur irgendetwas tun musst. Das spart mir persönlich und vielen anderen Selbstständigen viele, viele Stunden Arbeit pro Monat. Um dir der Vollständigkeit halber nochmal zu zeigen, wie das in der mobilen App aussieht, nehme ich dich noch einmal mit in mein Smartphone und zeige dir, wie gerade mein Konto auf dem Handy aussieht. Ich sehe, dass auch hier, natürlich ist mein Kontostand knapp 15.000 Euro und ich sehe auch hier, Marc Müller GmbH hat das Geld überwiesen. Was jetzt passiert ist, was ich dir schon an der Browser-Version gezeigt habe, ist, dass Steuerrücklagen in die Einkommensteuer und in die Umsatzsteuer zurückgelegt wurden. Das sehen wir auch, wenn wir uns den Bucket Steuern anschauen. Da wurden 2.400 Euro zurückgelegt von diesem Geldeingang und auch der Umsatzsteuerbetrag ist gestiegen, weil ich aus der Rechnung an Marc Müller 1.425 Euro mehr an Umsatzsteuer jetzt abführen muss. Ich wünsche dir ab jetzt fröhliches Rechnungsschreiben mit Kontist und fleißig zahlende Kunden. Wenn du noch mehr über Kontist lernen möchtest und wissen willst, wie die ganze App aufgebaut ist, wie das mit den Steuerbuckets funktioniert, dann schau dir doch vielleicht auch einmal dieses Video an. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, wie eigentlich dein persönlicher Steuersatz ist und wo du den in der Kontist-App einstellen kannst, dann solltest du dir dieses Video anschauen. Ansonsten würde ich mich aber auch sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, denn wir veröffentlichen regelmäßig Steuervideos speziell für Selbstständige. Ja, und du verpasst nichts, wenn du uns hier abonnierst. Nachdem wir die Rechnung an den Kunden geschickt haben, müssen wir erstmal warten, bis er bezahlt. Fertig. Ob der Kunde wirklich bezahlt, erfahrt ihr in der nächsten Folge.